Man darf ja nicht mit den Leuten der Erneuerungen zusammensitzen. Wie sieht es aus mit Familienmitgliedern? Wie gesagt, es kommt darauf an, ja, was hat dieses Meiden für eine Auswirkung? Wenn du beispielsweise jetzt die eigene Mutter zum Beispiel, die eigene Mutter praktiziert eine Sünde oder sie praktiziert eine Erneuerung im Allgemeinen. Wenn du deine Mutter für einige Tage meidest, hört sie dann auf damit? Dann mach das. Aber wenn es zu nichts führt und vielleicht diese Fronten noch mehr verhärtet, dann natürlich sitze mit deiner Mutter zusammen, ja, und gib ihr natürlich ihr Recht.